Wenn's bei uns schon wieder so gemütlich zugeht und unser Franzscher Berger fröhlich und geschäftig herumeilt, dann ist wohl wieder einmal Graupner Klassik angesagt. Heuer bereits zum 5. Mal und das Event wird immer beliebter. Dann haben wir noch was Neues eingeführt und da will ich einführen. Das ist eine Graupner Timeline. Ja, die Graupner Timeline war nicht nur die super Idee von Franzscher Berger, sondern auch der absolute Höhepunkt des Graupner Klassiktreffens. 44 verschiedene Modelle wurden nach dem Erscheinungsjahr aufgestellt. Heuer noch mit einigen Lücken, die bei den nächsten Graupner Klassiktreffen hoffentlich gefüllt werden. Jede Menge Graupnerflieger, da werden Erinnerungen aus längst vergangenen Zeiten wach. Und das gibt Stoff. Stoff zum Erinnern, zum Geschichten erzählen. Und so entsteht eine ganz gemütliche Atmosphäre auf unserem Modellflugplatz. Das älteste Modell war aus 1936. Auch wenn manche Modelle nicht gleich aufgefallen sind, so glänzen sie doch durch ihre Seltenheit. Zum Beispiel die Cox Chrome Corsair aus 1972. Im Vordergrund die K10 und dahinter, das blaue Modell, eine Weihe aus 1962. Zu dem Modell, es ist 50 Jahre alt. 50 Jahre? Ja. Echt? Ja, ja. Zu Weihnachten 1964 den Baukasten geschenkt bekommen. Das ist eine Monsoon, ein derzeit aktuelles Modell aus dem Hause Graupner, professionell vorgeflogen von Thomas Garus. Und das ist auch nicht mehr sehr oft zu sehen. Ein Segelflugzeug wird per Huckepack auf Höhe gebracht. Der kleine Uhu, diesmal ganz groß. Das Modell Middlestick war gleich viermal vertreten, mit verschiedenen Antrieben. Yeah.
der Satellit, seinerzeit auch ein sehr bekanntes Graupner-Modell. Und das ist der erste Hubschrauber von Graupner, eine Bell 212 Twinjet, vorgeflogen von Sepp Buchner.